Was geht ab, meine Z-Fighter aus der Rio? Und heute bin ich jetzt mal dran, um für Gogeta zusammen bzw. es zu versuchen beim Finale von der Crossover-Beschwörung, Freunde. Ich mache mich nebenbei mal ein wenig warm. Ihr merkt schon, ich muss erstmal auftauen hier. Bin noch gar nicht so richtig wach, sage ich mal. Aber wenn ihr schon gesammelt habt, könnt ihr mich gerne wissen lassen, was ihr gezogen habt. Wenn ihr noch zusammen werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, Freunde. Gestern im Stream wart ihr auch am Start und gestern im Stream ist auch der ein oder andere Gogeta geflogen. Oh, 3 Pots im Daily Single. By the way, Shoutout an meinen Kollegen Asri, der hat nämlich back-to-back im Daily Single Gogeta gezogen. Richtig krank, also kann natürlich auch passieren sowas. Oder man kann auch wirklich auch sehr vielen Crystals leider nicht ziehen. So ist es leider mit dem Ganzen, deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Für unser Daily haben wir hier erstmal einen Extreme-Charakter, Extreme C18, alles klar. Und genau, wie gesagt, ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück, Freunde. Apropos Stream, wenn ich es gerade schon mal ankratze. Ich streame auch, ich streame 3-mal in der Woche, Freunde, regelmäßig. Und zwar aber auf Twitch, der Link dazu ist in der Beschreibung. Dort heiße ich Osadu Twitch. Könnt ihr gerne abchecken, 2-mal in der Woche zocken wir Gacha Games, sag ich mal. Die Games, die so hauptsächlich auf dem Kanal kommen, sei es Doka natürlich, Logo, Legends gerne, Blazing ab und zu auch auf jeden Fall. Und einmal in der Woche dann, ich hau mir nochmal kurz weiter raus. By the way, ich hau nicht bei jedem Banner welche raus, nur wo ich Charaktere brauchen könnte. Und einmal in der Woche gibt es dann, ihr wählt, wir zocken, ihr wählt dann quasi das Spiel aus einer Auswahl von gewissen Spielen und wir zocken das dann gemeinsam. Heißt, wenn ihr Lust und Zeit habt, Freunde, checkt das auf jeden Fall gerne ab. Osadu Twitch, auf Twitch sind wir dort vertreten. Und wenn ich noch ein wenig über die Streams reden darf, Freunde, das nächste Event nenne ich es mal, was mein Stream anbelangt, ist ein 24-Stunden-Stream. Dieser 24-Stunden-Stream, da habe ich letztens ein paar Fragen bekommen. Ich habe es auch damals gefragt bekommen, Jose, du wirst eigentlich einen 24-Stunden-Stream machen. Das war schon wirklich lange Zeit, da haben wir noch quasi mehr oder weniger angefangen. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn wir die 24.000 Abonnenten erreichen auf YouTube, dann bin ich dabei wegen 24-24, habe euch ja quasi ein kleines Versprechen gegeben, sage ich mal. Und ich bin aber auf jeden Fall, stehe auch auf jeden Fall dahinter. Heißt, das nächste Event oder das nächste Ziel-Event, wie ihr es nennen mögt, ist unser 24-Stunden-Stream, Freunde, bei 24.000 Abonnenten, die wir erreicht haben. Damit ihr auf jeden Fall das mal auch gehört habt, Freunde. Wenn euch das Ganze, wie gesagt, im Endeffekt gefällt und nicht so wie das hier, also es geht halt wieder los, dann könnt ihr quasi dem ganzen Video auf jeden Fall im... Gott, am Ende gerne ein Like geben, Freunde, und ein Abo, falls ihr neu seid und euch das Ganze, wie gesagt, gefällt. Jede Unterstützung zählt und über jede bin ich auf jeden Fall dankbar und ich hoffe. Ey, Mann, ich hasse es. Ich will sowas... Ich will es nicht. Ich will hier locker easy summon. Ich will hier locker easy summon. Ja, hier euch... Ups, hier euch noch einen raus, da wäre ein Charakter nicht schlecht. Apropos die Stealth-Spiele, jetzt wo ich den Ultimate Gohan sehe. Die Stealth-Spiele gehen ja jetzt, die wurden freigeschaltet am 27. von... Level 40, oh, 5 Pots auf dem Daily. Von Level 40 bis 50. Achtet immer darauf, welche Charaktere mehr Schaden oder sehr effektiv sind, sage ich mal, in der gewissen Stage. Da gibt es auch mehrere Charaktere als die, die nur angezeigt werden, wenn ihr auf Details klickt und nehmt die Charaktere damit. Vielleicht helfen sie euch ja. Guck mal, 5 Pots Bait oder was? Ah, 5 Pots für einen Extreme-Charakter. Ja! Immerhin! Oh mein Gott, ihr habt mich auch letztens im Stream gefragt, ey, hast du diesen Extreme Evil Wu, weil der ist als Extreme-Charakter übel gut, Freunde. Und die haben den nicht in jeden Banner reingepackt. Oh mein Gott, der ist für mein Regen-Team auf jeden Fall sehr nice. Das hat sich schon mal gelohnt. Ja, es ist zwar ein Extreme-Charakter, aber über Extreme-Charaktere könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen in Legends. Denn gewisse Extreme-Charaktere sind wirklich richtig stark, also die sind nicht zu vergleichen. Und apropos aufpassen, dass ihr es sammelt, nicht so wie ich letztes Mal bei Cooler. Weil hier gibt es die 99 Kräfte für 3 Tage noch, indem ich das Ganze aufnehme. Denn Extreme-Charaktere sind in dem Fall nicht zu vergleichen mit SR-Charaktieren in Dokkan. Mehr oder weniger. Es gibt auch ein paar SR-Charaktiere, die man Dokkan raten kann, die auch auf jeden Fall auch solide sind. Aber ey, dieser Evil Boo, der ist richtig gut. Das freut mich so total random. Sehr schön. Sehr schön. Hier hatten wir auch 5 Pots hier. Okay, alles klar, wir gehen in den Super Saiyan. Jetzt bin ich drauf gespannt, auf jeden Fall, was hier abgehen wird. Nochmal kurz checken. Läuft alles. Vegeta, kommst du her? Oh mein Gott, diese 5 Pots, die belten links und rechts, das gibt's doch nicht. Die Ehrenglatze habt ihr ihn genannt, oder Krillin? Da polieren wir mal die Ehrenglatze und rufen mal einen Charakter herbei. Ja, Freunde, Gogeta hätte ich gerne auf jeden Fall, ist der neueste Charakter. Nur er hat komischerweise 1% Rates. Ob das in Zukunft auch so wird mit den Rates, müssen wir mal abwarten, wie das Ganze läuft. Da haben wir auch im Stream wirklich ausführlich drüber gesprochen. Ja, abwarten einfach mal, würde ich sagen. Guck mal, welches in den nächsten Bannern laufen wird. Die nächsten Banner, nächste Woche sollte eigentlich ein Banner kommen. Oh, was? 5 Pots Bait. Ohne Spaß. Die nächsten Banner, also nächste Woche sollte eigentlich eins kommen, denn nächste Woche läuft ja das aktuelle Space Time.
Ultra-Dimensionsbeschleunigungsbanner geht ja dann offline mit Ultimate Gohan etc. Und von den V-Jump-Scans wissen wir ja, dass Super Saiyan Goku GT, Super Saiyan Vegeta, was ist gerade los mit meinen Versprechern, Vegeta GT und Rildo kommen sollte. Sollte auch ein Ultra Space Time Summon sein. Weil so Ultra Space Time Bannern, BAM! Da nicht so deep, um ehrlich zu sein. Das summon ich eigentlich kaum. Weil wir bekommen ja da immer in der Regel bis zu 2 garantierte Spartan-Charaktere durch die Tickets. Schon wieder, aber jetzt erst mit Vegeta. Oh mein Gott, was? Was? Warte mal. Bitte? Was ist hier los? Aber das ist auch bei Legends voll oft so. Man denkt, okay, ja, man hat übel die geile Animation. Auf einmal kriegt man halt hart auf die Fresse so. Saiyaman. Ja, zum Beispiel, Evil Buu haben sie nicht hier in den Xtreme Banner, in dieses Banner reingepackt, den Xtreme Evil Buu, den wir gezogen haben. Weil die haben schon gemerkt, okay, der ist gut und der ist, wie es aussieht, nicht in jedem Banner, vielleicht nur ein Ultra Space Time Banner, könnte sein. Wir haben eine gute Xtreme Charaktere gezogen, vielen Dank, freut mich. Aber, BD, wir sind für Gogeta. Vegeta, geh mal zur Seite, bitte. Mach mal bitte Platz. Gogeta! Die Heroes am Morgen, genau das wollen wir. Group Summon, Freunde. Lasst uns diesen zum Group Summon machen, weil dann haben wir noch den legendären Hashtag OneLastMulti danach. BD, Game. Freunde, Group Summon, Hashtag Group Summon. Sieht doch schon mal besser aus. 5 Pots. 5 Pots auf Namek. Aber ich will nicht zu viel erwarten. Die 5 Pots, die kannten wir. Oh, rein damit, okay. Alles klar, Freunde. Ich zähle runter. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück. Auf jeden Fall könnt ihr mir eure Puls gerne wissen lassen. Sei es in den YouTube-Kommentaren, auf den Social Media Kanälen, Twitter, Discord, Instagram. Die Links dazu sind in der Beschreibung. 3, 2, 1. Kakarotto. Bitte, Kakarot, bitte mach irgendwas. Oh nein. I don't wanna know if you. Ey, du kleiner Pisserler. Ja, du, ich mein dich. Hashtag OneLastMulti, bist du dabei? Ich hätte nichts dagegen, mein Boy. Hashtag OneLastMulti. Und dann wär's auch, Freunde, dafür. Ich muss hier. Auch wenn Gogeta wirklich ein sehr guter Charakter ist, ist wirklich ein guter Charakter. Ne, ich glaube jetzt an gar nichts mehr, ganz ehrlich. Er ist wirklich ein sehr guter Charakter, aber ich muss da nicht allzu deep gehen. Ich habe ein, zwei Teams, mit denen ich auf jeden Fall spielen kann. In Legends. Ich habe wieder auf die Schnuppe bekommen, unglaublich. Deswegen muss ich da nicht allzu deep gehen, aber hey, ich will gerne mit einem Spartan-Charakter mindestens hier raus. Könnte ich einen Spartan-Charakter in dem Video haben? Wäre das ein Ding vielleicht, bitte? Ich will hier nicht ohne Spartan-Charakter raus. Was ist hier los? Hallo? Ja, ja, Saiyajin. Ohne einen Spartan-Charakter gehe ich hier nicht raus. Mir völlig wurscht. Jetzt auch alles hier mit Kreide voll. Aber ohne einen Spartan-Charakter gehe ich hier nicht raus. Ein Spartan-Charakter will ich hier noch sehen. The real OneLastMulti mal 2. Oh mein Gott, ey Goku, ganz ehrlich. Ein Spartan-Charakter. Ein Spartan-Charakter. Kannst du mir mal eine gescheite Animation geben, bitte? Das ist doch unglaublich, Mann. Was ist das? Bitte, ich kann nicht mehr. Was ist das? Ein Sparking-Charakter, hallo! Game, sind Sie da? Hat das Spiel gerade keine Sparking-Charaktere mehr, oder was? Was? Ey! Ein Sparking-Charakter. Einen von 7 Multis. Na? Ja! Wir haben ihn! Wir haben ihn. Das ist eine neue Animation. Zawardo! Boom! Fertig. Dann war es halt mal wieder der OneLastMulti. Warum bin ich mir so übertrieben sicher? Von den Animationen, die neuen. Passt jetzt auf, wenn es nicht so wird, dann bin ich halt richtig der Depp jetzt. Der Depp vom Bauernhof oder whatever. Der Depp vom Hof oder Schulhof. Egal, mir egal wo.
Neuen Animationen, Barde und Trunks. Die geben den neuesten Charakter. In dem Fall sollte es Gogeta sein. Gogeta! 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 Du, da musst du jetzt kommen, mein Freund. Gogeta! Boom! Oh. Dann war es halt legit mal wieder the One Last Multi mit ein bisschen Greed am Start, aber ja, Gott sei Dank, was soll ich, kann ich das sagen? Gott sei Dank haben wir gezogen, auf jeden Fall, darf ich das sagen, auf jeden Fall, komm. Das waren immer noch dann eigentlich wenig Crystals, um echt zu sein, 7 Multis so. Also wirklich, da sind auch wirklich viele sehr deep gegangen und die haben nicht gezogen. Da hat echt auf jeden Fall dennoch Glück. Es war im Endeffekt nur ein Spartan-Charakter im Hashtag OneLastMulti verpackt mit Sauerudo. Das ist die neue Formel, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, dürft ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world, you a man.